Mit rund 700 Sportlern ist die Turnabteilung die mit Abstand größte Abteilung im Habstädter Turnerbund. In ihr werden etwa 30 Disziplinen angeboten. Über diese Vielfalt will die Abteilung am Sonntag, den 19. Februar, mit einem Sport- und Tanztag informieren. Von 11 bis 16 Uhr laufen in den Turnhallen des Habstädter Schulzentrums Darbietungen und Mitmachangebote. In der Halle der Grundschule Habstädt können dann um 13 Uhr, um 14 Uhr und um 15 Uhr Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren versuchen, das Minisportabzeichen zu erhalten. Für diesen Tag haben die Minis der Turnabteilung bereits eifrig unter der Leitung von Andrea Kaldewey trainiert. Die Übungen für das Minisportabzeichen sind eingebettet in eine Bewegungsgeschichte um Hase Hoppel und Igel Bürste. Auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier zeigen sie, wie fit sie sind.